Hallo und herzlich willkommen zurück. Heute geht es mal nicht um ein neues Spiel, sondern um ein bekanntes Spiel. Ein Spiel, das so bekannt ist, dass selbst Holase dafür einen Server hostet. Und dabei handelt es sich um Voxlands, beziehungsweise den Holase Voxlands Server. Wir, und das muss ich von vornherein sagen, werden diverse Fehlermeldungen im Laufe dieses Videos sehen. Mal sehen, wie lange es wird. Mal gucken, wie lange ich noch Spaß dran habe. Denn der Holase Voxlands Server ist im Moment sehr instabil. Das liegt daran, dass ein Chunk direkt am Spawn, ein Kartenspawn, Kartenchunk, defekt ist. Da ist also irgendwas im Argen. Da geht's noch nicht weiter. Das heißt, um lange Rede kurz, wir werden das jetzt einfach mal kurz hier so mal schauen. Und danach, also wir werden diesen Fehler quasi einmal triggern, indem wir uns in Richtung Spawn bewegen. Das ist hier die Richtung. Und ja, viel weiter werden wir nicht kommen. Dann merkt man kurzzeitig darauf, dass das Spiel nicht mehr reagiert. Und eine kurze Zeit später sieht man das Hauptmenü wieder. Nichts gegen das Hauptmenü, es ist ja an und für sich recht hübsch. Aber es bringt einen nicht weiter, wenn man denn eigentlich spielen möchte. Wir bewegen uns hier hoch. Hier alles schön kaputt gegrieft. Und dieser Chunk mit diesem Erdhügel hier, der gehört eigentlich nicht hierhin. Eigentlich müsste hier ein Teil der Karte sein. Die Vermutung liegt nahe, dass dieser Teil der Karte sich weiterhin mit diesem neu generierten, warum auch immer neu generierten Chunk beißt und boxt. Soll heißen, die Karte ist an der Stelle kaputt und dürfte in Kürze auch zum Absturz des Servers führen. Wir versuchen mal ein bisschen die Landschaft zu verändern. Beziehungsweise, wenn man hier... Da war es schon. Damit habe ich jetzt ehrlich gesagt nicht gerechnet. Das ist neu. Das ist komplett abstürzt. Eigentlich sieht man eine Fehlermeldung. Also, wie erwähnt, einmal die Neuverbindung. Da sind wir wieder. Und man sieht, der letzte bekannte Standpunkt ist dieser hier, vor Sigdis Mega Hood. Und ich möchte nicht ausschließen, dass es gleich wieder crasht, weil wir immer noch verdammt nah dran sind am Spawn. Und auch sehr lange gewartet haben, sage ich mal. Also eigentlich, wenn man sich jetzt richtig schnell wegbewegt hätte... Hätte das vielleicht klappen können? Wir gucken gerade mal, kann ich im Menü noch was verschieben? Ja, das heißt, der Server antwortet noch. Das heißt, alles ist soweit gut. Wie gesagt, hier hinten ist grüne Zone. Die grüne Zone, die ich dann auch dankenswerterweise in meiner Freizeit ein bisschen aufgeräumt habe. Auch die war relativ kaputt. Denn, ach guck mal, da ist ein Bot gejoint. Dieser Bot steht am Spawn, das heißt, dieser Chunk wird geladen. Das heißt, der Server ist eigentlich jetzt schon down. Um die ganze Sache mal abzukürzen... Ich hoffe, das passiert nicht zu oft. Also ihr seht auch, ich bin wieder connected. Der Bot ist schon nicht mehr da, weil der immer noch quasi... Seine Session hängt noch. Aber, ja. Das Schöne ist, der Comrade hat ein Skript, ein SystemD-Skript, wenn ich es richtig verstanden habe, eingeführt. Hier war ich eben schon. Oder eingebaut, dass den Server... Da ist sie wieder, verdammt. Plunze. Dass den Server bei jedem abnormalen Verhalten neu startet. In Sekundenschnelle. Ihr seht oben Clients, ich bin wieder alleine, sprich sie ist wieder an der abgefuckten Session. Das heißt, in dem Moment, wenn sich irgendwas auch nur ansatzweise komisch verhält, und also sprich, wenn der Server auf dem besten Weg ist, in die Knie zu gehen, wird der Dienst schon automatisch neu gestartet. Passiert innerhalb von Nanosekunden, aber die Spieler kicken, werden dann halt gekickt. Beziehungsweise die Session wird geschlossen. Das kriegt man aber als Spieler erst nach, ich glaube, nur einer halben Minute oder einer Minute mit. Denn dann ist der Timeout erreicht. Ohne Timeout kein Kicken, macht Sinn, ne? So, hier können wir uns auch noch ein bisschen umschauen. Das ist das große Reich von... CTA Forever, glaube ich. Da vorne steht irgendwo ein Namensschild. Wir können gleich mal schauen. Soweit ich weiß, also entweder hat sie sich ein paar, zwei, drei Homies dabei geholt und die haben das zusammen hochgezogen. Kann ich aber nicht beschwören. Soweit ich weiß, soweit mir bekannt, hat sie das alleine gemacht. So diese diversen, sehr großen Bauten. Wir erinnern uns, was ist das für eine Karte? CTA Forever, sag ich doch. Wir erinnern uns, dass hier ist ein Survival-Server, sprich sich Sachen herbeischieben oder aus dem Kreativmenü raussuchen geht in dem Sinne nicht. Das heißt, auf der anderen Seite, sie musste immer wieder Bäume fällen und machen und tun und die Rohstoffe eben beschaffen. Daumen hoch, Respekt, also das ist deutlich viel mehr Leistung, als ich diesen Server in irgendwelche Bauten gesteckt habe. So viel Elan muss man erstmal haben. Ich erinnere mich düster. Hier war ich, mit wem war ich denn hier unterwegs? War das die? Keine Ahnung, ich habe hier irgendwas gesucht. Und dann habe ich irgendwann mal diesen Schrein gebaut. Am Strand. Strandschrein. Viel mehr ist das hier nicht. Wo das Hütchen daherkommt, weiß ich ehrlich gesagt nicht. Das ist auf jeden Fall nicht von mir.
Vielleicht finden wir ja einen Hinweis auf den Besucher, Besitzer. Ah, schon mal ein Kessel, der ist kühl. Im Ofen ist nichts. Handwerksführer. Geholt und Glas eingeschmolzen. Liegt hier drin, groß. CTA Forever. Mhm. Da ist aber gar nichts drin. Ist eine dreiste Lüge, dann wird geklaut worden sein. Oder benutzt. Ich bleib mal bei benutzt. Huch. Was ist das denn da? Diverse Fackeln. Fackeln, Doppelpunkt, diverse. Ist wahrscheinlich ein, bitte nicht ins Loch rein. Naja, wie dem auch sei. Schön, schön. Ja, eigentlich echt schade, dass die Karte, also ich sag's mal so, der eigentliche Zweck oder der eigentliche Ursprung dieses Videos ist ganz einfach der, die Karte wird über kurz oder lang natürlich resettet werden, um auch diesen Fehler am Anfang beim Spawn einfach auszuschließen. Und, oh, der nächste Bot. Und, ja, entsprechend wollte ich halt gerade nochmal so ein bisschen zeigen. Also ich habe gesehen, der Bot kam, hier war ich als letztes und die Schritte nach hier hinten hat er schon gar nicht mehr mitbekommen. Deswegen wollte ich einfach nochmal die Karte zeigen, so ein bisschen, was hier so gemacht wurde von verschiedensten Personen. Ich habe die Liste gerade nicht vorliegen. Ich habe mir zwar, oder werde mir zwar, nee, ich glaube, ich habe mir ein Backup der Karte gezogen für den Privatgebrauch. Da hätte ich jetzt gucken können, wer sich alles so zwischendurch mal connected hat und wer davon vor allem relativ, ich sag mal, echt zu sein scheint. Denn, ja, wie gesagt, Bot-Attacken, Bots, die sich permanent auf irgendwelche Server connecten und dann nach irgendwelchen Routinen vorgehen, Blöcke abbauen, Kisten leer räumen, keine Ahnung. Die werden auch immer intelligenter, habe ich das Gefühl. Respecto mundo an denjenigen, der die Dinger herstellt, aber wäre es nicht viel geiler, wenn du vernünftig agierende NPCs programmieren würdest, statt uns mit deinen Bots zu nerven? Denk mal drüber nach. Also ich fänd's cool, Voxnets mit NPCs, die richtig auf einen reagieren können, statt Spieler, die so aussehen, als wären sie Spieler und dabei irgendwie über ein Skript gesteuert sind. Fände ich cooler. Denk mal drüber nach. Finde ich echt geil. So, hier fliegen wir mal eben, sonst ist mir das zu langsam. Auch das hier ist wiederum sehr nah am Spawn. Da hinten ist der irgendwo. Ihr seht es ja auch oben an den Ziffern, die immer weiter Richtung 0 gehen. Zumindest die erste. Wir schauen mal, wie lange wir uns umschauen können, wenn es gleich die Fehlermeldung gibt. Wisst ihr auch warum. Hier bin ich mir ehrlich gesagt nicht so sicher. Ich meine, das war alles so ein bisschen kompletter. Soll heißen, ich meine, das war auch mal irgendwie so eine Baute wie hier drüben und hier fehlt irgendwie auch so exakt die Hälfte. Ob das jetzt abgebaut wurde oder ob auch hier ein Kartenschrank irgendwie verloren gegangen ist, kann ich so nicht sagen. Man weiß es nicht, man munkelt es nur, auch diese frei schwebenden Lampen sind ja eher verdächtig. Ihr seht schon, dass ich keinen Sauerstoffanzeige habe unten links. Das heißt, die Karte ist schon wieder, diese Verbindung zum Server ist schon wieder weg. Wir gucken mal, ob das Spiel wieder abstürzt oder ob ich jetzt diese Fehlermeldung bekomme, auf die ich eben schon gewartet habe. Derzeit fliege ich mal nach hier hinten. Lustig ist, dass die Karte noch lädt. Ich fliege nochmal ins Wasser, um das zu checken. Eigentlich dürften wir jede Sekunde rausgekickt werden. Ja, auch das Menü lässt sich nicht mehr verschieben. Wie gesagt, lustig ist, dass die Kartenchunks noch beikommen. Die werden noch geladen. Faszinierend. Immer wieder sonntags. Ach, guck mal, hier Lava. Künstlich? Ja, da hat jemand einen Eimer Lava ausgekippt. Ist auch so eine Sache, die Eimer Lava Grease. Was ist das denn hier? Ein Mein Tagebuch. Oh, das ist ja geil. Mein Tagebuch. Ein paar Tage nach der Ankunft ist zwar schwer, Papier herzustellen, mangels knapper Ressourcen. Konnte aber ein paar Seiten herstellen und hoffe auf baldige Verwendung, sofern mir genügend Zeit bleibt, um etwas drauf zu schreiben. Ein paar Tage später. Nachdem ich mich nun endlich aus dem Höhle befreien konnte und dabei fast ertrunken bin, konnte ich wenigstens kleine Erfolge zeigen, denn ich bin nach unzähligen Stunden auf der Insel gestrandet und es gab Nahrung und Überfluss. Beim Durchstreifen, und lieber Gott, wie lang ist das? Der Insel fand ich Anzeichen für Leben, Fackeln und gefällte Bäume. Was mag das bedeuten? Gibt es noch andere Geschöpfe auf dieser Insel und wenn ja, wo waren sie dann? Noch ein paar Tage später, die Zeit verrinnt und es ist so viel zu tun. Es wird langsam Herbst und ich verliere langsam das Zeitgefühl. Ich habe aber meine Kleidung verbessert. Ich hoffe, sie reicht aus für den kommenden Winter. Besser, ich baue noch einen kleinen Unterschlupf. Monate vergehen. Alles gedacht, aber nichts davon in die Realität umgesetzt. Was ist die Realität? Ist es das, was ich gerade denke oder gedacht hatte? Vielleicht beides? Oder doch, was gerade um mich herum ist? Ein Traum? Ein Gedanke? Etwas später. Nachtrag. Ich sollte vielleicht mehr schlafen. Aber ohne richtiges Bett. Wird kaum erholsames Schlafen möglich sein. Pinienholz. Das war es, was ich brauche. Ein Wunsch, ein Traum, ein Gedanke. Epilog. Gibt es Pinienholz auf der Insel? Wird Y wieder nach Hause oder... eine neue Heimat finden? Bleibt das Bett ein Traum? Was ist Realität? So viele Fragen und können sie beantwortet werden? Sehr geil. Y, scheinbar. Respekt. Finde ich richtig gut. Und ich bin immer noch nicht gecrashed.
Das verwundert mich doch sehr. Aber ich ertrink auch nicht. Was ist da los? Dann triggern wir das mal selbst, den Disco. So, gucken, wo wir jetzt sind. Plumps. Ja, ne, wir sind hier. Das ist ja ominös. Gehen wir mal freiwillig ins Wasser. Ist irgendwas im Game-Modi verändert worden? Man weiß es nicht. Müsste ich mal mit den Kollegen sprechen. Vielleicht verarsche ich mich auch gerade selbst. Kann ich hier? Nee. Doch, jetzt? Naja. Wie dem auch sei. Untersuchen wir weiter die Karte, sofern es uns möglich ist. Hier, ich glaube, weiß gar nicht, von wem diese kleine, Gagapit. Ach ja, genau, von Gagapit. Diese ganze Insellandschaft wurde von Gagapit hochgezogen. Auch sehr hübsch. Ist halt mal, ist immer wieder schön, wenn mehrere Leute auf einem Server zusammenkommen und verschiedene Baustile so ineinander verschmelzen. Der eine baut Höhlen, der andere baut Inseln, der dritte baut Leuchtturm. Ich bin eher so der Häuslebauer, wobei ich auch mich ganz gerne in Berge reinarbeite. Ja. Gagapit. Schön hat er es gemacht. Schön. War auch relativ vom Anfang mit dabei. Also diesen Konstrukt gab es relativ flott nach Ausgestaltung des Spawns. Hier unten. Mal gucken, wie lange der Server noch hält. Denn, oh, hier ist auch wieder ordentlich was gemacht worden. Hier unten ein Glastunnel Richtung, hoppala. Richtung nach oben oder Richtung Spawn. Da ist der Leuchtturm. Hier wird irgendwas gerade nicht geladen. Das ist doch schon wieder alles kaputt. Und das gucken wir uns gleich an. Ja, da versucht er jetzt noch die Synchronisation zum Server, die aber jetzt schon nicht mehr möglich ist. Deswegen dauert das Beenden jetzt auch deutlich länger als die letzten zwei, drei Male. Soweit die Theorie. Ich bin ja nicht im Code drin. Soll heißen, ich weiß es ja nicht genau. Das dauert aber wirklich verdammt lang. Nö, da würde ich sagen, ziehen wir die Reißleine. Beziehungsweise ich starte eine neue Instanz. So ist das. Was ich hier für Aufwände auf mich nehme, nur um euch nochmal zu zeigen, was so zwei, drei Leute, ach, was will ich sagen, zwei, drei Leute, wir hatten viele Mitspieler zwischendurch und ein Großteil davon war wirklich genial. Absolut genial. So, mal gucken, wie viel er lädt. Auch er wird gleich nochmal in die Knie gehen. Zwischendurch kann ich ja nochmal zeigen, hier WSD Guy 0, WSD Guy 2014 heißt er, genau, wo ich immer noch nicht genau weiß, die Schafe stehen still, das ist nie ein gutes Zeichen, wo ich immer noch nicht genau weiß, ob das, was er gebaut hat, irgendeinen Sinn hatte. Oder ob der vielleicht, also meine Theorie, ohne ihm was vorwerfen zu wollen, ist, dass das irgendwie so sehr drauf hat. Ich weiß, es gibt Möglichkeiten über bestimmte Strukturen, wenn man bestimmte Strukturen baut und in einer bestimmten Art und Weise baut und platziert, dann können die Server zum Abstürzen bringen, immer dann, wenn sie geladen werden. Das hat was mit Elektronik zu tun, das ist noch ein bisschen buggy. Oh, sofern dieses Wasser persistent ist, fehlt auch ein Teil seiner Behausung, denn die war definitiv viereckig das letzte Mal. Passiert wohl. Ja, weiß ich immer nicht so genau, ob er wirklich hier gebaut hat und sich einfach wohlgefühlt hat oder ob er einfach so ein bisschen superior Sachen aufgezogen hat. Da ist es, getrennt Netzwerküberschreitung. Und ja, quasi alles daran gesetzt hat, den Server zum Absturz zu bringen. Wo bin ich? Modus. Okay, das ist neu. Bewegen wir uns mal weit, weit weg vom Spawn. Vielleicht können wir den Server überlisten. Denn das hat auch so ein Problem. Das heißt, die Charaktere, die jetzt im Moment am Spawn stehen, fliegen in dem Moment vom Server, wenn sie sich connecten und da Landschaft geladen wird. Ich glaube, jetzt habe ich es final zerschossen. Ihr habt gerade gesehen, meine Position war 2.5, 2.5, 2.5. Bewege mich mal vorwärts, trennen, neue Verbindung. Und ich stehe, wieder hier. Dann sollte ich mal schnellstens zusehen, dass ich ganz schnell von hier wegkomme. Wie gesagt, in der stetigen Hoffnung, dass der Server mich noch wegkommen lässt und nicht schon die Verbindung beendet hat. Oder Systemd den Server neu gestartet hat. Ja, das sieht schlecht aus. Das sieht sehr schlecht aus. Das dürfte es gewesen sein mit meinem Charakter auf diesem Server. Aber immerhin habe ich es in Videoform gebannt. Ist ja auch was wert, oder? Ausgesetzt sein. Aha, ich habe Environment-Schaden genommen, weil ich nichts... Ja, der ist gerade ein bisschen... Jetzt ist er natürlich völlig am Knies knattern.
Schade, ich dachte, die kleine Tour geht weiter. Ich hätte auch gerne noch ein bisschen mehr gezeigt. Aber es hat den Anschein, als dass ich es jetzt wirklich übertrieben habe. Ich habe zu sehr mit meinem Glück gespielt. Bin am defekten Spawn. Ja, eingekerkert worden. Schade, schade, schade. Es gab noch einen Tunnel vor meinem Baugebiet. Es gab noch einen Tunnel, der ging durch den Berg und das auch relativ lang. Und dahinter waren auch noch zwei, drei nette Gebäude, die relativ gegen Ende ins Spiel gekommen sind. Die kann ich euch jetzt leider nicht mehr zeigen. Ich kann auch jetzt nicht, wie gesagt, keinen neuen Charakter. Nee, einen neuen Charakter kann ich nicht machen, aber vielleicht kann ich tricksen. Wartet mal. Nee, das ist vorherige. Ja. Tada! Genau, das ist sogar genau die Ecke, die ich meinte. So. Das haben wir zum Beispiel. Das ist ein kleines Kooperationsobjekt zwischen mir und Abecha. So ein kleines Outdoor-Hotel haben wir hier mal hingezimmert. Weil ich nicht genau sagen kann. Das ist schon nicht mehr von uns. So ist pur. So ist pur? Eigentümer JJ. Aha. Nehme ich mal so hin. Kann ich aber nicht zuordnen, also das ist neu, das war definitiv das letzte Mal nicht hier. Das letzte Mal, als ich hier war, mussten wir in der Eingangshalle ein bisschen das Griefereien wegmachen. Da war eigentlich mal ein Tisch, also ein Empfang sozusagen. Ja, da war auch deutlich mehr Inhalt in den Zimmern, das ist auch alles weg, aber so ist das nun mal im Multiplayer-Server. Da habe ich ja schon lange Zeit aufgehört, mich drüber aufzuregen. Beziehungsweise, ich bin eigentlich mittlerweile der Meinung, Griefing gehört irgendwie dazu. Irgendwie so, wenn man gerade nichts zu tun hat, kann es sehr unterhaltsam sein, die von einem Griefer angerichteten Schäden einfach zu beheben und das Ganze als Spielinhalt zu sehen. Aus einem Nachteil einen Vorteil machen, andere regen sich stundenlang drüber auf und finden das doof, dass alles weg ist. Ja, ist es im Endeffekt auch. Ach du Jemini, was ist denn hier los? Das ist auch neu. Ist es im Endeffekt auch, das ist übrigens ein netter kleiner Bug, der mit 16.02 kam, dieses Wasser über den Pflanzen. Aber kurioserweise immer nur in der Mitte. Also wenn 3x3 Feld ist, dann bildet sich in der Mitte Wasser, warum auch immer. Ist bei Gras auch so. Ja. Wie gesagt, einfach mal aus einem Nachteil einen Vorteil machen, indem man sagt, ja, du meinst, du kannst mir mit Griefen einen auswischen? Da suche ich mir halt einen ruhigen Moment und baue das alles wieder auf. Noch schöner als vorher, Edge. Das ist nicht von mir oder nicht von uns. Wen haben wir denn hier? Gibt's einen Nascher? Hallo. Hallo Nascher. Wohnung, Naschers Wohnung, ah ja. Auch du wirst leider Gottes, ja, vermutlich deine Hütte verlieren. Ich habe die Dev mal angefragt, ob es nicht irgendwelche Tools gibt, um Teile der Karte oder die Karte als Ganzes irgendwie zu retten oder diesen fehlerhaften Chunk zu entfernen. Meinetwegen auch auf Skriptebene, also auf indem man halt irgendwelche Files mit dem Editor editiert. Aber scheinbar ist es einfach nicht vorgesehen, sprich, scheinbar geht das nicht. Jetzt würde ich mich gerne nochmal Richtung Spawn orientieren, nicht hinfliegen, aber zumindest mal in die grobe Richtung gehen, denn da ist auch noch was. Ein sehr, sehr hübsches Gebäude, das ich unbedingt noch zeigen wollen würde. Die Richtung dürfte passen. Wenn mich das Spiel denn lässt. Und dann sind wir eigentlich auch fertig. Dann haben wir diese Karte. Ah, da ist die Brücke, von der ich eben sprach. Dann haben wir diese Karte. Und da drüben ist das Haus. Genug gehuldigt. Das fand ich noch ganz nett. Hier diese Hütte. Die fand ich also wirklich auch architektonisch so ein bisschen hier mit den Kanten und mit den Dingern hier. Seven Suns, Home Sweet Home. Ganz, ganz tolles Ding. So ein bisschen rustikal angehaucht. Also das ist auch wieder ein ganz anderer Baustil, als ich ihn jetzt gemacht hätte. Wobei ich mich gerne daran orientieren würde, aber da fehlt mir einfach, weiß nicht, was fehlt mir da? Die Kreativität oder das Material, das Durchsetzungsverhalten? Keine Ahnung. Auf jeden Fall sehr hübsch, sehr gut gemacht. Das war mir noch recht wichtig. Das wollte ich mal kurz aufzeigen. Ich darf wie immer nicht zu weit nach hinten jetzt gehen, denn da ist wieder der böse, böse Spawn. Ja, das war noch ganz nett. Und dann würde ich sagen, lande ich hier mal und gehe nochmal Richtung meiner Buze, beziehungsweise dieses Tunnels. Den Tunnel hat übrigens zur weiteren Erschließung der Karte, weil ich alles so am Spawn gesammelt habe, laut Aussage, den Tunnel hat übrigens Dark Rose herself gebastelt, also die Entwicklerin von Voxlands, als sie auf dem Holasis-Server zu Besuch war. Und Ziel des Ganzen war eben die weitere Erschließung der Karte weg vom Spawn, der dann, wie gesagt, gerne gegrieft wird und wurde.
und hin zu ja, Landschaften, die halt ein bisschen weiter ab sind, dass zumindest die Bots, also die Doofen, die nur darauf für da sind und Sachen kaputt zu machen, ohne jeden Sinn und Verstand, dass zumindest die abgeschottet sind ein bisschen. Und ja, kann ich ja kurz nochmal zeigen, wenn ich schon mal hier bin. Wie gesagt, das ist dieser Vorgarten, das hatte ich irgendwie getwittert. Da hinten in der Ecke sind wir eben gestartet. Jetzt bei Tageslicht, hier so ein bisschen Haus. Ich hatte es erwähnt, in den Berg halb reingebaut. Hier unten gibt es einen... Wo war das gleich? Ne, da muss ich glaube ich da lang gehen. In der Hoffnung, dass der Server nicht stirbt. Und wenn ja, ist auch nicht schlimm. Hier unten gab es einen Generator, einen Wertestoffgenerator. Funktioniert der noch? Genau, der funktioniert noch. Das kann ich vielleicht noch kurz zeigen. Fackel, 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 aus dem Weg. So, jetzt kommt gleich das Wasser hier runter geplumpst. Vielleicht. Ah ne, da ist noch eine Fackel. Jetzt dürfte das Wasser runter geplumpst kommen. Außer der Server steht, dann kommt natürlich nichts runtergeplumpst. Wobei, ich hatte gerade Sauerstoff. Von daher... Ah! Ja, Borderstone Griefing. Auch sehr kreativ. Hat irgendjemand irgendwo irgendwie einen Borderstone gesetzt? Ich kann auch hier oben diesen... Das kann ich nämlich auch nicht wegmachen. Das ist mir vorher schon aufgefallen. Irgendwer hat irgendwie einen Borderstone gesetzt. Ich kann die Fackel nicht entfernen. Dafür ist dieser ganze Generator jetzt im Popo. Also der funktioniert nicht mehr. Schade, hätte ich euch gerne gezeigt. Die Theorie ist, Wasser kommt hier runter, verteilt sich über die Lava in Lava-Außenrahmen, sind aber noch, fließt die Lava dann im Nachhinein nach, und so dass man das immer in der Mitte abbauen kann und dann kann man wieder, kommt die, in dem Moment, wenn es abbaut, fließt die Lava nach, man kann wieder Wasser holen, das erkaltet alles wieder, und da bilden sich mit jedem Erkalten, bilden sich da eben Wert und Rohstoffe. So. Ist leider nicht gegeben. Das ist jetzt im Moment zu testen. Naja, okay, das soll's, wie gesagt, gewesen sein. Mehr kann ich nicht zeigen. Wie gesagt, wenn ich mich jetzt weiter in die Richtung bewege, dann verreckt es wieder. Und meinen Hauptcharakter habe ich schon gehimmelt. Oh, es ist schon verreckt. Das soll's gewesen sein. Das war der Holase Vokeslands Server in seiner jetzigen Form. Ich nehme mal an, früher oder später wird es einen Kartenreset geben. Wir überlegen uns noch was, wie wir potenzielle Griefer und vor allem die automatisierten Griefer aussperren können, denn die nerven uns am meisten. Ob das mit einer Kartenumbauauktion sein wird, ob wir einfach sagen, wir treffen uns alle, weiß ich nicht, bei minus 3000 in beide Richtungen und bauen da. Oder wie das ablaufen wird, ist jetzt noch nicht ganz ausgeklügelt. Tatsache ist, es wird mit ziemlicher Sicherheit, so hoffe ich, erneut einen Vokeslands Holase Server geben. Und dann können wir dann alle wieder in aller Ruhe ein paar Blöcke verschieben, in der Hoffnung, dass das Ganze relativ, ja, nett bleibt. Denn das war es ja bisher auch immer, wenn man sich online gesehen hat. Es war ganz nett, wenn man mal sich so den einen oder anderen Block zugespielt hat oder auch die eine oder andere Ressource. In diesem Sinne würde ich sagen, man sieht, schreibt, spricht und spielt sich. Schön, dass ihr mit dabei wart, schön, dass ihr mir zugesehen habt und, ja, bis zum nächsten Mal. Macht es gut, haut rein und tschüss.